für eine Liebelei. Es begann mit "Komm her, mein Teamkollege, du Rubens, ich mag dich, bist auch wieder hinter mir gelandet." Und dann Ballbier, "Du mein Physiotherapeut, danke, ich drück dich, aber jetzt nimm auch meinen Helm." Und weiter, "Ja, Luca, du mein Presidente di Montezemolo, lass mich hochleben und komm, wir schlendern und schwelgen noch ein wenig zu." Ja, wem wohl genau, dem Höhepunkt, Wilhelm F., kurz genannt Willi Weber. "Michael, ich hab's ja immer gewusst, du bist der beste Fahrer der Welt, bist ja auch schließlich bei mir unter Vertrag." Nur Bruder Ralf als Drückeberger. Nein, bloß keine Umarmung, nur Dritter hinter Barrichello und Bruder Michael. Geschwisterliebe hat auch Grenzen. Und der Montoya war ganz weit weg von "Ich drück dich", aber auch von Michael. Als Vierter frustriert und lieber alleine unterwegs. So hatte also Schumacher wieder sein Lieblingswohnzimmerbild, er in der Mitte, Teamkollege und Bruder zur Seite. So mag er's, so mag's Ferrari-Land. Zwei rote vorne, wenn auch knapp. Mein Teamkollege, der hat mir das Leben ganz schön schwer gemacht. Und wir wollten eigentlich gar nicht mehr rausfahren, aber mein Bruder Herz und sein Teamkollege, die sind halt zum Schluss auch nochmal rausgefahren. Und insofern mussten wir mitfahren, um agieren zu können. Und da ich sowieso einmal draußen war, habe ich dann auch gleich versucht, das Beste draus zu machen. Und das hat zum Glück gereicht. Genau 64.000stel schneller als Barrichello. Ein Hauch, ein Nichts, aber eben der Tick. Die Pole. Die 45. Ralf Schumacher konnte die Ferrari-Wand nicht knacken, aber immerhin schneller als Teamkollege Montoya. Wenn das Wetter passt, sprich Sonne ist draußen und es ist trocken, dann haben wir einen sehr guten Reifen fürs Rennen und können Ferrari mit einer etwas besseren Strategie vielleicht auch schlagen. Davon darf McLaren-Mercedes auch im vierten Saisonrennen nur träumen. Sie drehen sich im Moment im Kreis, als dritte Kraft eine Sekunde Rückstand, nur Fünfter und Sechster. Und im Augenblick wohl gegen die Kombination bester Fahrer und wohl auch bestes Auto im Feld unter normalen Bedingungen chancenlos. Schumacher bleibt das Alpha-Männchen. Also Achtung und alle Mann in Deckung, wenn es heute wieder heißen könnte, rette sich wer kann, Schumacher umarmt die ganze Welt.